Kleidertrotro, lustig, frech und froh. Kleidertrotro, Kleidertrotro, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotro kann alles allein. Nein, 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 Mamas Kuchen für den Muttertag back ich allein. Na schön, Trotro. Falls du mich vielleicht doch brauchst, bin ich nebenan. Nein, nein, ich kann das ganz allein. Man nehme einen Joghurt und einen Becher Mehl. Zwei Becher. Oh, es kommt nichts raus. Und nun wird alles gut durchgerührt. Rühre, rühre. Und nun noch etwas Öl. Ich kann das Rezept auswendig. Jetzt fehlt nur noch Zucker. Papa! Papa? Ja, Trotro? Ich brauche den Zucker, der da oben steht. Holst du ihn mir bitte? Soll ich ihn in den Topf schütten? Nein, das kann ich selber. Und ein Ei. Oh! Ui, Pech, runtergefallen. Schon wieder ging's daneben. Sieh an, ein nettes Ei, das in der Schüssel landet. Rühre und rühre. Und hopp, ab in die Form. Papa, mein Kuchen ist fertig. Aber ich stelle den Ofen an. Ja, und ich beobachte den Kuchen, während er backt. Das dauert eine halbe Stunde, Trotro. Dann haben wir ja Zeit, einen schönen Rosenstrauß für Mama zu pflücken. Au, das tut weh. Tja, sie pieksen. Rosen haben Dornen. Dann ist es besser, wenn du sie pflückst. Aber ich schenke Mama den Strauß ganz allein. Papa, der Kuchen ist fertig. Bitte hol ihn raus. Der Ofen ist ganz heiß. Das ist gefährlich. Wie der duftet. Mama wird sich freuen. Wenn Mama sich richtig freuen soll, dann muss aber die Küche aufgeräumt werden. Aber das schaffe ich nicht ganz allein. Hallo, ich bin zurück. Hier, für dich, Mama. Oh, so ein schöner Blumenstrauß. Vielen Dank, mein Kleiner. Komm, Mama, in der Küche wartet eine Überraschung. Den habe ich ganz allein gebacken. Oh, ein toller Kuchen. Vielen Dank, mein Trotro. Und die Küche ist so schön sauber. Die hat Papa ganz allein aufgeräumt. Danke, Papa. Hm. Und den leckeren Kuchen probieren kann ich auch ganz allein. Trotro zieht sich an. Oh. Heute ziehe ich mich mal ganz allein an. Aber wo sind denn meine Sachen? Mama hat mir nichts zum Anziehen rausgelegt. Schade. Na egal, ich suche mir selbst was raus. In meinem Schrank gibt's alles, was ich brauche. Ich ziehe ganz viel an, das wird lustig. Mit der Unterhose fange ich an, darüber die Hose. Das T-Shirt. Und darüber? Den Pullover. Und hopp. Jetzt sind die Socken dran. Zum Schluss noch die Schuhe. Die nicht, da muss ich eine Schleife binden. Die auch nicht, die drücken an den Füßen. Die Stiefel, die kriegt man am einfachsten an. Und hopp, man steckt einfach rein und sie rutscht von allein hoch. Und weil ich nach draußen will, brauche ich den Mantel. Was ist denn das? Mütze und Handschuh. Ach, da hatte Mama sie versteckt.
aber Teddy muss auch was anziehen. So, bitte, Teddy, wir sind fertig. Aber, oh weia, mir ist ganz heiß. Oh? Komm klatschen, Toto, das macht Spaß. Was? Richtig, es ist ja Sommer. Habe ich ganz vergessen. Mama hat mir meine Badehose rausgelegt. Ah, im Sommer geht das Anziehen viel schneller. Da, jetzt nicht Mama liegt. Pass doch auf. Trotro ist schon ganz groß. Mama, darf ich draußen spielen gehen? Natürlich, mein Kleiner. Aber bevor du gehst, wünscht sich Mama einen dicken Kuss von ihrem kleinen Baby. Oh, Baby? Puh. Aber Mama, ich bin kein Baby mehr. Ich weiß, Trotro, du bist schon ein großer Junge. Bis nachher. Und vergiss ja nicht, dir die Gummistiefel anzuziehen. Ja, Mama. Die Gummistiefel von Papa sind vielleicht groß. Wenn ich die anziehe, bin ich ein richtiger Großer. Ich mache ganz große Schritte, wie Papa. Ich bin ja auch groß genug dafür. Hopp! Hopp, hopp, schnell wie ein Großer. Hopp, 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 groß und schnell. Hallo, Freunde, seht ihr, wie schnell ich gehen kann? Ich bin nämlich groß. Hopp, hopp, hopp. Hey, Trotro, willst du mit uns Fußball spielen? Nein, ich spiele nicht mehr Fußball. Aber warum denn nicht? Siehst du das nicht? Weil ich groß bin und mit Bällen spielen nur Kleine. Na gut, wie du willst, Trotro. Du bist dran, Lilly. Weil ich jetzt ein Großer bin, muss ich auf euch aufpassen. Ah, ja, Tor von Bobo. Tor, Tor, Tor. Du hast zu doll geschossen. Das ist gefährlich. Das Spiel ist vorbei. Na los, gib uns den Ball wieder. Nein, vorbei ist vorbei. Komm, Bobo, das macht nichts. Gehen wir rutschen. Wartet, ihr Kleinen. Ich muss auf euch aufpassen. Juhu. Yippie. Schön vorsichtig, Kinder. Nicht so schnell. Komm, wir rutschen beide zusammen runter. Juhu! Nein, das ist verboten. Zu zweit runterrutschen ist gefährlich. Aber du machst das sonst dauernd. Ja, aber jetzt bin ich groß und sage, das ist gefährlich. Hier, ich schenke dir ein Bonbon, Bobo. Ich möchte auch gern einen haben. Tut mir sehr leid, Trotro. Bonbons sind nicht für große Leute. Das ist gemein. Ich weiß was. Können wir? Ja, Lilly. Und los geht's. Trotro, gib mir meine Schuhe wieder. Nur noch einmal. Ich will meine Schuhe wieder haben. Yippie. Klein sein ist viel lustiger als groß sein. Trotro wäscht sich. Trotro! Aufwachen! Trotro! Steh schnell auf und wasch dich! Oh Mann, bin ich noch müde. Zuerst, wenn man anfängt, macht's gar keinen Spaß. Kalt. Aber wenn man dann weitermacht, ist es lustig. Zuerst die Hände. Das geht noch. Danach wird das Gesicht eingeschäumt.
Dann die Haare kämmen. Und zum Schluss Zähne putzen. Man muss von oben nach unten bürsten. Ah, ich liebe Zahncreme mit Himbeergeschmack. Schöne weiße Zähne. Gut siehst du aus, mein Totro. Gut siehst du aus, mein Totro. Totro, bist du fertig? Ja. Oh nein, du bist ja wieder ganz schmutzig. Geh dich schnell waschen, Totro. Aber das habe ich gerade. Tut mir leid, du musst noch mal von vorn anfangen. Puh. Alles noch mal von vorne. Zuerst, wenn man anfängt, macht es gar keinen Spaß. Aber wenn man dann weitermacht, ist es lustig. Zuerst die Hände, das geht noch. Danach wird das Gesicht eingeschäumt. Kalt. Dann die Haare kämmen. Und zum Schluss Zähne putzen. Ich liebe Zahncreme mit Himbeergeschmack. Gut siehst du aus, mein Totro. Und nun, meine verehrten Damen und Herren, sehen Sie den unglaublichen Teddy. Er wird Ihnen eine Riesenvorführung auf dem Trampolin zeigen. Doing, doing, doing. Bravo, 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 Teddy. Jetzt wird aber geschlafen, Totro. Noch nicht, Mama. Erst lese ich Teddy noch eine Geschichte vor. Ja, ist gut, Totro. Teddy will nämlich nicht einschlafen, wenn man ihm keine Geschichte vorliest. Du kannst lesen, Totro? Natürlich kann ich das. Hä? Stimmt's, Teddy, ich kann gut lesen. Zum Vorlesen, da muss man eine ganz tiefe Stimme machen. In der Steppe, ganz tief, im fernen Afrika. Ich kann die Wörter zwar nicht richtig lesen, aber die Geschichten kann ich schon auswendig. Ich weiß genau, was alles drin vorkommt. In der Steppe, ganz tief im fernen Afrika, traf ein Zebra eine Giraffe. So, bitte. Die Geschichte ist zu Ende. Schläfst du noch nicht, Teddy? Dann hat dir die Geschichte sicher gefallen. Ich hab dir doch gesagt, dass du jetzt schlafen sollst, Totro. Soll ich dir jetzt eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Aber bitte nicht die da. Die haben wir schon gelesen. Es war einmal vor langer Zeit, als es noch Feen und Zauberer gab. Wenn Teddy eingeschlafen ist, heißt das, ihm gefällt die Geschichte nicht. Du liest sie eben nicht so gut wie ich vor, Mama. Ja, das stimmt. Du kannst sehr gut vorlesen, mein Kleiner. Gute Nacht, Totro. Gute Nacht, Teddy. Totro kauft ein. Ich bin schon groß. Ich kann allein einkaufen. Ich kaufe sehr gerne ein. Selber aussuchen finde ich große Klasse. Ich weiß schon,
was Mama alles braucht. Also das hier braucht sie. Und das hier. Hopp, rein in den Wagen. Und das da. Hopp, für Trotro. Eine blaue Tüte, eine rote Tüte und das nehme ich für Mama mit. Und das hier ist für Papa. Manchmal komme ich leider nicht ran. Dann brauche ich meinen Papa. Papa! Wo bist du? Papa! Papa! Hm? Ich bin hier, Trotro! Trotro! Oh. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Du solltest doch in meiner Nähe bleiben, Trotro. Jetzt läufst du aber nicht mehr weg. Mit Papa einkaufen macht mir auch großen Spaß. Na, sage mal, mein Junge. Nichts als Kekse, Schokolade und Bonbons. Für wen soll denn das sein? Ich finde, du übertreibst ein bisschen. Das ist alles, was dein Trotro braucht. Oh. Trotro räumt auf. Hier aus. Du musst dein Zimmer aufräumen. Das ist mein Spielzeug. Ja, aber es liegt überall herum. Du musst wirklich aufräumen. Soll ich dir helfen, Trotro? Nein, das will ich ganz allein machen und dich damit überraschen, Mama. Ach. Na gut, dann räume ich das Spielzeug eben ein bisschen später auf. Oh nein, das Bücherregal ist vielleicht unordentlich. Alles raus! Und die auch noch! Ich habe so viele Bücher. Die ich am allerliebsten habe, stelle ich ins untere Regalfach. In die Mitte kommen die ich gern habe. Und nach oben kommen die ich nicht so gern habe. Ist das Buch hier gut oder ist es richtig klasse? Also ich kann mich gar nicht entscheiden. Ach, ich überlege es mir später. Oh, und hier sieht's ja auch schlimm aus. Und hopp, ein Bauklotz aufgeräumt. Und hopp, zwei Klötze aufgeräumt. Und der letzte Bauklotz. Klasse! Aufräumen kann richtig Spaß machen. Oh! Oh. Oh, meine Bilder. Das hier gefällt mir gut. Und das da auch. Oh, das Allerschönste. Die Spielzeugkiste ist auch unordentlich. Na los, nur Mut. Ich muss alles rausholen, damit ich es aufräumen kann. Oh. Meine Lieblingskuscheldecke von ganz früher. Nein, meine Kuscheldecke fliegt. Oh nein, Trotro.
Mama, weißt du, ich räume gern auf. Aber kannst du mir bitte helfen, es zu Ende zu machen? Also nein. Zu Hilfe! Bitte, Mama. Aufräumen macht Spaß, aber zu zweit noch mehr. Trotro, der kleine Künstler. Heute kann ich gar nicht draußen spielen. Und mir ist total langweilig. Was kann ich denn nur tun? Ah, Trompete spielen. Nein, heute nicht. Vielleicht ein Haus bauen. Nein, habe ich gestern schon gemacht. Soll ich vielleicht ein Buch angucken? Nein, überhaupt keine Lust drauf. Ich weiß, worauf ich Lust habe. Ich habe Lust, ein Bild zu malen. Hier sind meine Buntstifte, mein Pinsel und hier ist mein Farbkasten. Ah, da ist es. Ich hab's gefunden. Ich hol schnell ein bisschen Wasser für mein Glas. So, was soll ich denn mal malen? Vielleicht ein Männchen. Zuerst der Kopf. Schön rund. Und nun die Augen. Schön rot. Und die Ohren nicht vergessen. Ein bisschen zu groß. Und das ist die Nase. Oh, warte, die ist ja viel zu lang. Mein Männchen sieht so komisch aus. Dafür ist es ein spitzenmäßiger Elefant. Ups, auweia. Ein Riesenfleck. Ich habe meine Schürze vergessen. Ich weiß, ich werde ihn rauswaschen. Reibe, reibe, verschwinde, kleiner Fleck. Er wird immer größer. Ich glaube, er will nicht rausgehen. Was mache ich denn jetzt? So hässlich ist der Fleck gar nicht. Ich finde einen bunten Fleck auf dem T-Shirt sogar ganz schön. Er ist gelb und sieht aus wie die Sonne. Oder sogar wie ein Tiger. Ich habe eine Idee, ich werde ihn ausmalen. Zuerst vergrößere ich die Ohren. Dann male ich die Augen. Jetzt male ich ihm Streifen. Und vergesse auch nicht die Nase. Und den Schnurrbart. Und die Zähne. Toll! So einen schönen Tiger habe ich noch nie gemalt. Den zeige ich gleich Mama und Papa. Die werden staunen. Papa, 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 guck dir mal mein T-Shirt an. Oh, das ist ja ein super Tiger, Trotro. Hast du etwa auf dein T-Shirt gemalt? Ja, ich habe aus dem Fleck einen Tiger gemacht. Er ist wirklich sehr schön. Und wenn du mal einen Fleck auf dein Kleid machst, dann male ich dir eine Giraffe daraus. Trotro kocht eine Suppe. Also gut, Teddy. Heute spielen wir Einladung zum Essen. Wir werden eine Suppe kochen für Teddy, für Trotro, für Papa und für Mama. Und wenn man eine Suppe kochen will, muss man Gemüse aus dem Garten holen. Für eine leckere Suppe braucht man erstmal ein paar Kartoffeln. Aber die Kieselsteine hier kann man auch sehr gut nehmen. Yum, yum, yum. Kartoffeln schmecken so gut. Aber für die Suppe brauchen wir auch noch etwas Lauch. Ah, ich habe eine Idee. Ich streue geriebenen Käse drauf, dann schmeckt's besonders gut. Rühre, rühre, rühre. Oh, Salz brauchen wir auch noch. Bitte sehr, eine Ladung Salz. Ist doch gut. Dankeschön, Herr Lastwagen.
Was fehlt uns denn noch? Wasser. Ja, genau. Pass bloß gut auf, Trotro. Du darfst keinen Tropfen von dieser Suppe verschütten, hörst du? Rühre, rühre, rühre. Bitte sehr, sie ist fertig. Jetzt lasse ich sie alle probieren. Erst Papa, dann Mama, dann Teddy. Papa, Mama, ihr müsst meine Suppe probieren. Hier, Papa, ist meine Suppe. Die schmeckt lecker. Deine Suppe ist köstlich, Trotro. Hier, Mama, jetzt probierst du sie. Oh, nein, meine Suppe. Oh, das tut mir aber leid, Junge. Du bist auch zu ungeschickt, Mama. Zum Trost koche ich zum Abendessen eine Spezial-Trotro-Suppe. So ein Glück. Es ist noch genug übrig, dass Teddy auch probieren kann. Trotro wäscht Teddy. Oh! Der arme Teddy. Ich hab alles verschüttet. Oh, Teddy. Du musst dich ganz dringend waschen. Wir beide müssen uns waschen, mein Guter. Ich zuerst. Und schon bin ich damit fertig. So ist es viel besser. Und jetzt bist du dran, Teddy. So, bitte. Auch schon fertig. Oh, der Kakao ist nicht abgegangen. Trotro, was machst du da? Mama, sieh mal. Teddy hat sein Frühstückskakao umgeworfen. Nein, wirklich? Dein Teddy ist ja vielleicht ungeschickt. Er ist ganz, ganz schmutzig. Wir müssen ihn waschen. Ich stecke ihn gleich in die Waschmaschine. Bitte, Trotro, der gute Teddy ist wieder sauber. Teddy! Du bist ja noch ganz nass. Ich trockne dich ab. Er ist noch nicht trocken. Siehst du, Teddy? Die Sonne scheint. Da wird dir schön warm. Und du trocknest ganz schnell. Halt durch, Teddy. Gleich bist du trocken. Ist aber gut, Teddy. Du riechst schön sauber nach Sonne und nach Wind.